Was ist Gewalt? Ein anderer Mensch macht was mit mir. Es ist nicht angenehm für mich. Oder es tut mir weh. Ich will das nicht. Es gibt drei Formen von Gewalt. Körperliche Gewalt, seelische Gewalt, sexuelle Gewalt. Dieses Video zeigt, was seelische Gewalt ist und was gegen Gewalt hilft. Ich treffe mich mit Freunden morgen im Schwimmbad. Will jemand mitkommen? Ehrlich gesagt gehe ich nie ins Schwimmbad. Ich habe Angst, meinen Körper zu zeigen. Mein Körper ist mir peinlich. Warum denn? Ich finde dich hübsch, so wie du bist. In meiner Klasse gab es einen Jakob, der zu mir sagte, dass ich viel zu dick für einen Bikini sei. Mach weiter, oder bist du feige? Hey Julia, gar nicht gedacht, dass du dich hertraust, so fett wie du bist. Was ist seelische Gewalt? Seelische Gewalt kann man spüren, seelische Gewalt kann man nicht sehen. Zum Beispiel, ein anderer Mensch sagt etwas Schlechtes über mich. Ein anderer Mensch macht mir Angst. Oder ein anderer Mensch bedroht mich. Dadurch fühle ich mich schlecht. Hast du deinem Lehrer erzählt, was Jakob gesagt hat? Es wäre total wichtig. Ich habe Jakob geglaubt, dass ich dick bin und hatte Angst vor ihm. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Was er gemacht hat, war falsch. Sein Verhalten hat dir geschadet, auch wenn man es nicht sieht. Mit uns kannst du über alles reden. Wir sind deine Freunde und außerdem bist du nicht dick. Du bist nicht schuld. Die betroffenen Menschen sind nie schuld an Gewalt. Schuld sind immer die Menschen, die Gewalt ausüben. Zu diesen Menschen sagt man Täter, Täterinnen. Marie, warum bist du heute so ruhig? Mich beschäftigt noch immer der Streit gestern zwischen Mike und mir. Was ist denn passiert? Wo warst du? Ich war mit einer Freundin unterwegs. Du lügst! Du hast dich bestimmt mit einer anderen getroffen. Das stimmt nicht. Wie kommst du auf so eine Idee? Und wieso hast du schon wieder getrunken? Es geht dich gar nichts an, ob ich trinke. Und ich weiß doch, dass du lügst. Warum sollte ich dich anlügen? Weil du eine Schlampe bist. Oft kennen die Opfer die Täter, Täterinnen sehr gut. Es können zum Beispiel Verwandte, Freunde, Freundinnen, Partner, Partnerinnen, Betreuer, Betreuerinnen sein. Du darfst dich gegen Gewalt wehren. Du darfst Nein und Stopp sagen. Oder lass mich in Ruhe. Du kannst Hilfe holen. Du kannst Betreuer, Betreuerinnen Bescheid geben. Mich schmerzt es immer noch, dass er mich als Schlampe beschimpft hat. Aber vielleicht sollte ich einfach nicht mehr so spät außer Haus gehen. Marie, du darfst selbst entscheiden, mit wem du dich wann triffst. Genau, er darf dich nicht so behandeln. Also ich finde das auch gar nicht okay. Betroffenen geht es oft schlecht. Sie haben manchmal Angst oder sie sind traurig. Oder sie schlafen schlecht. Jeder, jede fühlt anders. Mich belastet auch etwas. Bei der letzten Geburtstagsfeier wurde ich dazu gedrängt, Alkohol zu trinken. Dabei hat jemand peinliche Fotos gemacht und droht sie jetzt im Internet hochzuladen. Haha, angekostet bis unten bis oben. Lösch sofort das Foto. Nein, lass Kevin in Ruhe. Er ist mein Freund. Sonst lade ich das Foto auf Facebook und Instagram hoch. Kevin und ich sind doch nur Freunde. Ist mir egal. Ich will nicht, dass ihr euch seht. Darauf habe ich noch nicht geantwortet, aber seit das passiert ist, träume ich schlecht und habe Angst.
Ich würde damit zur Polizei gehen, das ist Erpressung. Sie darf das Bild nicht veröffentlichen. Oder wende dich an eine Beratungsstelle. Was kann ich tun, wenn ich Gewalt erlebt habe? Du kannst mit Menschen darüber reden, denen du vertraust. Das sind zum Beispiel Verwandte, Freunde, Freundinnen, Betreuer, Betreuerinnen, Erwachsenenvertreter, Erwachsenenvertreterinnen, Therapeuten, Therapeutinnen. Auch in Beratungsstellen kannst du über Gewalt sprechen. Dort sucht man mit dir nach Lösungen. Es gibt zum Beispiel das Gewaltschutzzentrum. Die Telefonnummer ist 0316-774199 oder die Behindertenanwaltschaft. Die Nummer ist 0316-887-2745. Danke für eure Tipps. Mit euch darüber zu reden, hat mir echt geholfen. In Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen muss mehr über Gewalt gesprochen werden. Alle müssen wissen, was seelische Gewalt ist. Dadurch kann Gewalt besser erkannt werden und etwas dagegen getan werden. Lasst uns hautnah und gemeinsam etwas gegen Gewalt tun. Wichtige Notruftelefonnummern 133 Polizei, 112 Euro Notruf. Notruf für gehörlose und hörbehinderte Personen, SMS an 0800 133 133. Weitere wichtige Notruftelefonnummern: Telefonseelsorge Österreich 142, Rad auf Draht 147. Mehr Informationen findest du im Begleittext zum Video oder unter www.alphanova.at.